Und damit willkommen zurück zu Prison Architect. Ja, nachdem ich das Spiel geladen habe und hier im Laden die fünf Leute zugeteilt habe, war das auch schon fertig. Ja, so schnell geht's. Also ich habe nicht besonders lange vorgespult. Das waren vielleicht, keine Ahnung, max eine Minute oder so. Um halt die Leute zuzuteilen, um kurz eine Testaufnahme zu machen. Das läuft alles. Wir müssen jetzt hier drin. Ich bin jetzt gerade am Überlegen. Ne, Moment, das machen wir anders. Hier sollen ja wieder geklonte Zellen rein. Oh. Falsch rum. Ne, warte, wir fangen auf der Seite an. Ja. Ein Todesfall. War ja klar. Das ist echt so ein kleines Schlachthaus hier. Dann dürfen da wieder die Einzelzellen hin. Ich sollte vielleicht Pause drücken, um dann gleich zu schauen, wie viel das insgesamt kostet. Und sollte ich mich verdrücken, kann ich das direkt berichtigen. Hm? Das sieht aber gut aus. Das sollte eigentlich perfekt passen. Ja, komm, ich glaube, ich mache das so. Denn ich habe dann nämlich noch was vor. Das werdet ihr dann sehen. Zweierbreite. Die Konzentration. Ja, sehr gut. Noch keine Fehler gemacht. So gehört sich das. So. Da ist gerade kein Wagen drin. Hier diese Klamottenwagen. Sonst kopiere ich die ja mit. So. Na komm. Zack, zack. Noch mehr als genug Platz. Also wahrlich mehr als genug Platz. So. Das ist echt anstrengender, den Mist hier zu drücken, als man denkt. Also was heißt denn anstrengend? Aber man macht doch leichter etwas falsch, als man es vielleicht zugeben will. So. So. Komm. Eigentlich fast falsch gedrückt. So, ich muss noch schnell bei den Objekten schauen. Denn hier muss eine hin. Da muss eine hin. Da muss eine hin. Da muss eine hin. Hier und hier. Dann da. Da. Und da. Ich bin ja schon am Überlegen, ob ich da gar keine Türen hinmache. Aber das sehen wir dann. Das sehen wir dann nochmal. Und dann hier, hier und da. Damit die Leute auch eine Chance haben, rüberzukommen. Wir lassen das erstmal bauen. Hat ja auch nur 80.000 gekostet. Für, ja, nicht allzu viel. Und ich glaube, ich brauche noch ein neues Elektrizitätswerk. Wir machen mal kurz auf Pause, damit die Frames nicht allzu sehr in den Keller droppen. Was sie natürlich trotzdem tun. Zack, Kondensatoren. Beim Elektrizitätswerk. Und wieder aus der Versorgung raus. So, jetzt wollen wir mal schauen. Sind ganz viele Bücherregale, Fernseher, also massenhaft Sachen angeliefert. Ich hoffe nur, die bauen die Zellen zuerst und dann erst die Türen. Obwohl, ich könnte ja eigentlich, ne, wenn ich die Türen nämlich installieren lasse und die dann auf offen stelle, dann hätten wir nur die Tür als Ausgang. Das wäre doof.
Wie viele normale Wächter laufen hier lang? Zwei. Dann machen wir noch einen dritten, der hier auch noch mit zukommt. Wir haben ja ein paar Wärter übrig. Ja. Ihr wollt Strom. Das kommt noch. Keine Panik, ihr kriegt noch Strom. Aber erstmal ist es wichtig, dass die ganzen Räume stehen. Dass das alles klappt. Mal gespannt, wie lange sie dafür brauchen. Ob sie jetzt für den Teil die ganze Aufnahme brauchen. Weil ich hätte hier unten natürlich gern wieder einen Krankenraum. Wäscherei dürfte eigentlich reichen. Kantine auch. Muss ich halt ein bisschen drauf achten, dass ich nicht zu viel nehme. Glaubensraum auch. Die Frage ist, baue ich da noch eine Werkstatt rein? Also Putschmittelschranke auf jeden Fall. Muss aber kein allzu großer sein, damit die Häftlinge hier halt auch ein bisschen putzen können. Putzmittelschrank, Personalraum und Krankenzimmer. Sollte hier rein. Vielleicht einen extra Hof, aber die gehen natürlich alle darüber. Also, nee, kein extra Hof. Das sollte so reichen. Natürlich muss ich noch die Stromverbindungen dann darauf achten. Könnte ich natürlich schon mal ziehen. Zack. Wasser kommt dann natürlich auch noch. Ja, natürlich kommt die Autospeicherung. Perfekt, ist das ein schönes Geräusch. Ich glaube, ich höre den Sound ein bisschen lauter, als ihr es tut. Aber das ist auch vollkommen in Ordnung. So, da noch eine Verbindung. Und da noch eine Verbindung. So. Und ab geht's. Dann mal hinne. Mann, ich brauche echt mehr Putzpersonal. Aber ich habe doch schon so viele. Oder wie viele habe ich? 30 eigentlich nur. Erhöhen wir mal auf 40. Haben wir schon wieder einen Koch gekillt? Nein. Alter Schwede. Getötet war Spitze. Ja, Spitze mag eh keiner. Weg mit denen. So, hier unten sind sie im Gang. Das geht eigentlich recht flott, muss ich ja mal sagen. Also eigentlich. Da ist der erste Kondensator, der dran steht. Ich würde nämlich gerne auf 500 Häftlinge. Vielleicht schon in diesem Bereich hier, dass ich hier noch eine, oder hier noch eine Sammelzelle mache. Vielleicht auch hier über die ganze Ecke. Obwohl, wenn ich es über die ganze Bahn mache, dann wäre das mit den Mitarbeiterräumen so schlecht gelegt. Ich glaube, ich mache dann hier einen Mitarbeiterraum hin und eine Krankenstation. Vielleicht noch eine Werkstatt mit einem Zwischenraum dazwischen. Und dann hier unten eine Gemeinschaftszelle. Mal schauen, mal schauen. Die ist dann natürlich für normale. Das sollte ich vielleicht mal einstellen. Jupp. So, hier kommt der normale hin. Und was ist das? Ist das allgemein? Nee, ist es nicht. Machen wir hier nur normale Häftlinge hin. Und hier auch. So, hier dürfen normale hin, da auch. So, das dürfte reichen. Dann mal los. Gib Gas, Mädels. Wenigstens haben sie als erstes das Elektrizitätswerk aufgebaut, mit schon mal den meisten Kondensatoren. So, schön aufmachen. Ich glaube sogar sind schon alle angeschlossen, oder? No, das sieht man jetzt gerade nicht. Man muss halt nur dafür sorgen, dass jetzt hier irgendwie der Fluss mit den Liefer vom Forstbetrieb mit den Exporteur-Sachen, dass das läuft. Muss man mal schauen. Da kommen auf jeden Fall wieder neue Häftlinge dazu. Moin. Na, haben wir da Dana Clearwater. Lily Brown. Jetzt kann ich den Namen nicht mehr sehen. Elisabeth.
Elisabeth Kanal und Adeline Lacey. Die ist erst 19, okay. Jo, wenn das so ist, ne? Wenn ihr das so haben wollt. So, in der Sicherheit sollen immer drei sein, damit die Sachen auch über besetzt sind. Ja, du bist müde, da ist ein Aufenthaltsraum, da kannst du reingehen. Will er noch nicht. Okay. Einfach nur, damit die halt dafür sorgen. Das hätte ich vielleicht früher machen sollen, die Wachen zuweisen. Und hier steht wieder eine Nackte rum. Ah, Lily Brown, aber die ist auch 42. Das ist nicht so toll. Die war 33. Was heißt, ist nicht so toll? Das kommt ja immer aufs eigene Alter drauf an, ne? Also, für mich selbst ist das halt nicht so klasse. Knallen wir mal hier nur Personal rein. Hier dürfen ja Niedrigsicherheitstrakt? Achso, wegen dem Hof. Ja, klar. Dann ist natürlich logisch. Und da soll auch nur Personal. Damit die Leute hier nicht durchlaufen, die Besucher, sondern damit die Besucher hier lang kommen. Und zwar alle durch diesen Bereich. Da ist ein Besucherraum. Hier sind zwei. Hier drüben auch noch ein Besucherraum. Ne. Das sind nur die ganzen Bewährungen. Aber die kommen dann hoffentlich alle durch den Hauptgang durch. Hoffe ich zumindest. Müssen wir nochmal schauen, wenn die ganzen... Wenn wieder so ein großer Schuss kommt. Wo geht ihr gleich wieder raus? Das ist jetzt gleich die wichtige Frage. So, da ihr haut wieder ab. Wo wollt ihr lang? Geht ihr jetzt unten lang oder geht ihr nach rechts? Nein, ne, die gehen nach rechts. Obwohl ich gesagt habe, nur Besucher. Wo verprügelt ihr euch schon wieder? Da, links. Getötet euch Spitzel. Ja, das ist nun mal so. Das ist nun mal so. Da werden wir auch nicht allzu viel gegen unternehmen können. Weil selbst wenn wir alle Waffen aus dem Land unseres stolzen Gefängnisses der unbegrenzten Möglichkeiten entfernen, selbst dann bringen die sich noch gegenseitig um die Idee. So, dieser Bewährungsraum muss ja leider so groß sein. Da prügelt ihr euch. Okay, ja, ich brauche echt einen Sicherheitsraum. Stimmt, das wollte ich noch bauen. Ich wollte noch hier so eine Waffenkammer wollte ich noch bauen und eine Hundeschule. Um halt einfach mehr Leute zu haben, die hier lang können. Da sollen wieder Einzelhaftzellen hin. So, so. Alle wieder zurück. Zack. Ja, da gehen jetzt Besucher lang, die da eigentlich nicht lang sollen. Aber wahrscheinlich machen die das dann auch erst ab morgen. Was? Achso, die laufen nur mit. Ich dachte, die fahren mit. Das wäre ja mal geil. Der Besucherbus. Oh mein Gott, ey. Und 1850 Exporte. Nice. So, die lassen wir erstmal alle befüllen hier. Dann ziehen wir natürlich noch Wasser lang. Aber erstmal lassen wir jetzt den ganzen Kram fertig machen. Du bist sowieso voll. Ey, da war wieder ein Koch dabei. Ich brauche noch Köche. Wieso tötet ihr meine Köche, ihr Schweine? Oh, das war jetzt die falsche Küche. Huch. Das wollte ich nicht. Und dann stellen wir hier einfach noch 10 Köche ein. So. Jetzt schaffen sie es hoffentlich, alle zufriedenzustellen. Und auch, ja, genügend vorzubereiten. Ich weiß nicht, wie viele Köche hier jetzt arbeiten. 60, 70 Köche nur in der Küche. Also da arbeiten sie massenhaft. Aber hier werde ich dann auch noch neue einstellen müssen. Die kommen jetzt natürlich noch gut klar, aber das wird sich noch ändern. Und vielleicht brauche ich einfach mehr Tische. Oder mehr Sauberkeit. Keine Zelle verfügbar. Warum sagt er mir keine Zelle? Es sind doch alle drin.
Höchste Sicherheitsschutzhaft. Normale Sicherheitsstufe 169. Ja, hohe 169. Kapazität hoch 157, normal 187. Geteilte Zellen 22, niedrigste 40. Wir haben 45 wegen Eltern. Okay, wahrscheinlich. Also ich gehe davon aus, dass die Eltern mit anzeigen. Natürlich nicht in der einzelnen, also Kapazität Eltern, aber halt nicht oben, wie viele Häftlinge ich direkt habe. Steht ja auch dran, dass die nicht mit eingerechnet werden. Aber dass die halt in der, ja, der normalen mit dazu zählen. 435 können wir jetzt haben. Es kommen 47 neue Häftlinge dazu. Alter Schwede. Dann macht mal schnell hinne hier, damit der Rest auch noch klar geht. 48 neue Häftlinge, aber das sind jetzt normale hauptsächlich. Nur wir sollten gerne auf die 500 kommen. Das will ich ja noch erreichen. So, macht er, ne? Da sollen noch ganz viele Stromkabel gelegt werden. Häftlinge und Blech kostet wieder Kohle. Oder Häftlingsuniform, eher gesagt. Und es sind nur 6 Häftlinge bereit für Bewährung. Das hat sich also auch langsam aufgebaut. Finde ich richtig geil. Das haben wir also geschafft, unsere ganzen bereiten Bewährungshäftlinge zu entlassen. Das sorgt natürlich dafür, dass der Kontostand sinkt oder nicht so schnell steigt. Na, mal gucken. Ja, das kannst du mal fix machen, mal fix machen. Bett haben wir hier schon. Was fehlt hier? Toilette. Na komm. Ja, sehr schön. Was fehlt hier? Bett. Schon wieder die Autospeicherung. Ah, jetzt hör doch mal auf jetzt. Ah. Weil jetzt kommen 52 Häftlinge. Da kommt das Bett. Was fehlt dem hier? Die Toilette. Die ist doch da. Da kommt die Toilette. Sehr schön. Du hast ein Bett. Aktualisier dich. Die sollen auch hier mit rein. Na komm. So, sehr schön. 54 Häftlinge. Das heißt, es werden wirklich alle Zellen voll belegt. Wobei du schon umgelegt wurdest, Kennedy Baker. Das wäre natürlich richtig cool. So, gleich kommen die ganzen Familien. Müssen wir mal schauen. Ich glaube, die kommen ab 8. War das ab 8 oder ist das schon ab 7? Oh! Ist jetzt gut da. Angreifen könnt ihr die woanders. Oder wann anders. Ich will wissen, ob die Familien jetzt hier durchlaufen. Oder ob die jetzt alle da durchlaufen. Weil das ist der Haupteingang. Und da kommen die Häftlinge. Und da kommen die ganzen Familien. Wo lauft ihr lang? Mist. Die ignorieren das. Okay, schade. Aber trotzdem okay. Hier muss ich natürlich auch noch... Fällt mir gerade auf. Ich brauche Metalldetektoren. So, das dürfte eigentlich am schnellsten gehen. Ihr habt jetzt alle. Jetzt fehlt natürlich Wasser. Das heißt, es kommt Wasser. Nein, ich hätte gern Wasser hier lang. Damit das so einfach verlegt ist wie möglich. Ach komm, knallen wir einfach bis da. Zack. Bis da. Und bis da. Ja, laden, 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 laden. Ah, da. Sehr schön. Ach warte, ich muss ja noch die kleinen. Ich muss ja jetzt noch die Toiletten verbinden, sonst wird das nichts. So, du darfst da lang, das geht schneller. Aber ihr anderen, ihr sollt hier lang. So, dann können sie halt so lange noch nicht aufs Klo gehen. Dann ist das halt so. Mein Gott. Müssen sie jetzt erstmal mitleben. Und ja, wir überziehen ein kleines bisschen heute, weil ich natürlich hier die Toiletten noch verbinden möchte. Na egal. Ja, lassen wir einfach so. Ist egal. Das eine Rohr für 2 Dollar, das könnt ihr dann auch da liegen lassen. So. Na los, na los.
Aber das mit dem Besucherbus fand ich echt lustig. Ich glaube, so nenne ich die Folge heute auch. Komm, streng dich an, Jove. Na komm. So. Halt, da fehlt einer. Sonst gibt es nachher wieder Motze, weil die Toiletten nicht verbunden sind. Und dann müssen wir in der nächsten Folge darauf achten, dass die Leute auch der richtigen Kantine zugeteilt sind. Das mache ich gleich natürlich noch. Aber dass das Essen auch ausreicht. Nicht, dass ich noch mehr Köche einstellen muss und das verplane. Na komm. So. So. Ach, jetzt habe ich natürlich vergessen, die Toilette nach links anzuschließen. Das heißt, die verbraucht wieder mehr Rohre. Was an sich nicht das Problem ist. Mir geht es eher um die Zeit, die sie brauchen, um das zu bauen. Weil das dauert nämlich viel länger, als einfach nur schnell zwei Rohre zu ziehen. Aber wir sind wieder am Plus. Wir haben es geschafft. Ja, wir sind auch bei 66.000. Da fehlt wieder einer. So. Müssen wir einmal schnell bei der Essensverteilung gucken. Der ganze Raum geht darüber. Perfekt. Und bis jetzt Angebot geht ins Unendliche. Also was da noch hinzugefügt wird. Alter Schwede, ey. So viel Nachfrage haben wir gar nicht. Wen habt ihr jetzt schon wieder getötet? Ah, Waffenbesitz, Gefangenenangriffen, schwere Verletzungen, Mord. Okay, du hast also den getötet, weil Spitzel. Gut. Und dadurch sind wir jetzt wieder bei minus 8. War ja klar. Ihr dummen Schweine. So, das läuft, das wird gebaut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Haut rein, Leute. Tschüss.